mach die Tür auf. Bierchen? Antworte mir. Willst du ein Bierchen? Komm, hör auf. Ich mach das wieder aus. We'll start the easily first setup. Press space key to continue. Hallo? Wir spielen Lurk in the Dark. Ich hab's, also im Prolog, weil vielleicht ertrage ich nicht mehr. Ich hab's gerade gestartet. Wir pressen space. Wähle deine Sprache. Das kann ich leider noch nicht. Englisch. Wir spielen Englisch? Okay. Englisch. Ich habe schon wieder vergessen, meine Festplatte abzuziehen. Sekunde. Und weg. So. Display, Fullscreen. Ja. Confirm Display Settings and Exit. Sieht gut aus, ne? Ja. Default Brightness, die Helligkeit. Die machen wir. Ach, guck mal, da muss ich nachgucken. Machen wir mal einen Ticken-Tacken heller. Notice, this story is a work of fiktionale Geschichte. Alles, was vielleicht auf wahre Leute bezogen sein könnte, das ist reiner Zufall. Und den Rest müsst ihr selber lesen. Idea Fruitation. Okay. Remember. Okay. Ich weiß nicht, an was ich mich erinnern soll. Ich habe keinen Key gedrückt. Hallo? Jetzt habe ich einen Key gedrückt. Die Schuldigen? Press any key. Wir gucken nochmal. Hier ist Englisch. Ist das? Ich bin ganz da vorbereitet. Das ist Japanisch, ne? Oh, ach du Heilige. Gott. Oh, Gott sei Dank. Voice. English, Japanese. Untertitel auf jeden Fall. Stimmen Japanisch oder Englisch? Ach Gott. Ich muss das. Wie soll ich denn das übersetzen? Es geht ungefähr eine Stunde, wenn das denn stimmt. Gamma 10. Ticket, was ist das? Was ist das? Moment. During the game you can display. Okay, ja. High. Very high. Was ist denn hier los? Was ist denn hier alles? Sensitivität, Audio, ja, okay, Play, E, wieder raus, New Game, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich habe das vorhin beim Durchforschen meiner Steam-Liste gefunden. Ich weiß nicht, worum es geht.
Oh Gott, holding the right mouse button highlights object that... Ich hoffe, man muss nicht viel lesen, ihr wisst, ne? Highlights object that you can closely... Ja, Moment, bleib mal locker hier. Loading is complete. In the area is required for progressing through the story instead of advancing in the story. If you get lost, highlighting objects can help you get back on track. Okay, das sollte ich nochmal mit Sinn und Verstand lesen, weil wenn man verloren ist, also lost ist, können halt, also, oh, dieses Deutsch-Englisch, ne? Wie übersetzt man denn Highlighter? Also die leuchten dann auf. Die Objekte können einem helfen, wie man wieder weiterkommt. Also den rechten Mausbutton gedrückt halten, dann passiert das, dass die so leuchten. Highlight of that you can close, wenn man nah dran ist oder die man dann näher, ach, die man näher. Okay. untersuchen kann. Hinweise. Okay, ja. Weiter. Fall Nummer 1076. 1926. Ein Mord wurde von Leuten in der Stadt gemeldet. Der gemeldete Ort ist ein Herrenhaus, das John Ruggles gehört. Suspecting it was mischief. Oh, was hieß es nochmal? However, we couldn't get in touch with Mr. Ruggles. Also, wir konnten, also ich denke, wir sind Polizei oder so, konnten nicht mit Mr. Ruggles sprechen. So well investigate right now, assuming the worst. Also, untersuchen wir das Ganze jetzt und nehmen einfach mal das Schlimmste an. If you find a whistleblower, survivor or dead body reported immediately, wenn du einen, ja, Whistleblower, ja, einer, der was verrät, einen Überlebenden oder einen toten Körper findest, musst du es sofort berichten. In the event that you encounter a resisting suspect, in dem, the use of firearms is permitted. Firearms? Ich krieg eine Waffe. The investigation will be conducted by the following members. Also das sind die folgenden Mitglieder, die hier mit untersuchen werden. Rick D. Thomas, Alex Connor, Olivia Miller, James Anderson, Marcus Brown, Billy J. Adams und Abigail Ikeda. Schnell noch einen Schluck Kaffee. 8.46 Uhr abends, Marcus Brown, Police Officer. Why do I have to walk through this night? I can't be bothered to go through the annex. I want to finish my work soon and have a drink. Also wir sind genervt. Warum sind wir nur ans Telefon gegangen? Ich kann nicht springen. Und er hätte lieber was getrunken. Ich kann aber rennen. Guest Room E. Locked. Oh, sieht ja nicht so gut aus. Das ist richtig. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Okay. Es ist jetzt da, wo es passiert ist, ja? Oh, ich kann so. Dann gibt es so ein Geräusch. Gott, ist my voice reaching? What? Fee? Good? You? Ha? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich habe Recht. Ich bin nicht im Unrecht. Wieso gibt das so? Okay. Kreuze, Kreuze, Kreuze. Guest Room. Oh Gott, hier sitzt echt eine Katze vor der Tür. Mensch. Good. You're good. Feel so very, very good.
Bitte was? Change of posture. Watch a tutorial. Ich weiß nicht, was Posture, Posture heißt. C to crouch. Hold crawl. Okay. Also, you may be able to find things in the gaps underneath things like beds or doors. Okay, vielleicht finden wir auch Sachen in kleinen Abschnitten. Okay, in kleinen Löchern und... Ja, okay, hab's kapiert. Ich bin erschrocken, ey. Antworte mir. Ach, die rechte Maustaste, damit Sachen gehighlightet werden. Okay. Ist das unsere Polizeisuperpower? Nicht genug. C. Drückt halten. Guck mal da. Bäh. Ich da hin? Wie kann ich Sachen reporten? Hallo. Hab ich was gehört? What the hell? Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Ich dachte, wir untersuchen ja nur einen Fall. Someone has been watching forever me. Ist das gutes Englisch? Please give me answer. Where are you? Give me please answer. Bitte gib mir eine Antwort. Wo bist du? Gib mir Antworten. Jemand hat mich schon, immer schon beobachtet. Ja, ja, ja. Understand right. I understand right. You are my God. Ich habe es richtig verstanden. Du bist mein Gott. Ich habe Angst. Ich will wieder nie. Oh nein, die Tür geht auf und da ist doch. Ich will das nicht. Hello? Anyone there? Oh? Huh. No way. Warum geht der so langsam? Wieso gibt es ein First Aid Kit? Looks like there are all medical supplies. Es sieht aus, als wären hier alle medizinischen Sachen für eine Behandlung drin. Mit diesen Sachen, it seems that some wounds can be treated. Es scheint, als könnte man damit einige Wunden. Ach du Heiliger, behandeln. Take. Das, nee. Komm, hör auf. Ich mach das wieder aus. Ich sag's euch. Ich mach's schon mal leise. Es ist schon leise. Ich ertrag das nicht. Ha. Ich bin nicht kaputt. Ich bin nur, wenn ich Panik habe, geht das noch schlechter. Ich bin weiterentwickelt. Loyalität zu meinem Gott. Was für ein Tutorial? Press Tab or E to open the menu. Tab oder E für mein Menü. First Aid Kit und ein Schlüssel. Okay. Ja, gut, hab's kapiert. Ja. Hab ich einen Schlüssel denn? Ich hab einen Schlüssel. Doors lock the plate. Nix. E. Use B, B, S. Achso.
Use? Ah. Aber hier war doch noch ein Weg. Auch wenn ich hier gar nicht lang gehen möchte. Eigentlich. Ich kann dich sehen, ich kann dich sehen. Da, guck mal da, da ist so ein Highlight-Ding. Über dem Bild. Okay, habt das kapiert? Ja, das ist ja, also, ist ja jedem selbst überlassen, was er so in seine Wohnung stellt. Hm. Ah, ja, das kann man machen. Muss man aber nicht. Da ist ein Finger ans Kreuz genagelt. Team sitzen. Also es scheint aber kein echter zu sein. Although it's got something that looks like me. Und außerdem sieht es so ein bisschen nach Blut aus. Like it bleeds. Es sieht aus, als würde es von innen bluten. Auf jeden Fall ist das unheimlich. Was war? Text disabled? Nee, wir wollen ja Text. Das ist ein Bild von einem Mann und einer Frau, aber drei Teile fehlen. Was? Ich habe nicht zu Ende gelesen, ich hatte Angst. Könnte be secret in display. Könnte da ein Geheimnis in diesem Bild sein? Ja, das könnte sein. Habe ich eigentlich eine Waffe? Braucht doch drei. Drei Weapons? Ich habe doch keine Waffe. Oh, scheiße, ihr könnt mir doch keine Waffe geben. Ich kann das doch nicht. Okay. Ich bin wirklich sehr für Kunst. Da brauche ich kein Tutorial für, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ich bin wirklich sehr für Kunst, ne? Und auch für creepy Kunst. Was war da gerade mit E? Nee, brauche ich nicht. Aber es gibt so manche Sachen. Also, es ist total interessant, ne? Dass das hier alles aus Blümchen besteht, das andere aus Essen und anderen komischen Sachen. Okay, was haben wir denn hier? Es ist ein Buch ohne Titel. Es scheint nicht relevant zu sein für die Investigation. Rotate. Nee? Okay. Magicianist. Es ist ein sehr altes Buch. Es ist zu dick. Ich habe keinen Bock, das zu lesen. Ich will nicht. Eine alte Taschenuhr. Can he movement of the second hand? Ich kann Bewegung hören der zweiten Hand. Er kann nicht hören. Er kann hier movement of the. Achso, ich kann nicht hören, dass das hier. Da, die ist kaputt. Der Titel sagt Reddick. I'm not going to read this. Ich werde das jetzt nicht lesen. Ja, gut. Finde ich gut. Wir verstehen uns. So, was haben wir noch? Hä? Habt ihr gerade schon da? Es ist ein Brief sent from the US, aus der USA. Der Addressee has this placed address and the owner's name is Ben Ruggles. Das ist ein Brief an Ben Ruggles, den wir halt nicht erreichen konnten. Das auch. Okay. Und das auch. Dann habe ich hier doch jetzt alles gelesen, geguckt, getan, gemacht.
This door is no keyword. Während der Tür irgendwas ist hinter der Tür gefangen, versteckt. Die Sonne. Okay. Toilette. Bitte geh nicht auf. Bitte. Oh Gott sei Dank. Ich will nicht in eine Toilette. Interessant. Gruselig. Okay. Aber auch echt verstörend. Also creepy Kunst, okay, aber nicht extremst verstörend, bitte. Und wieso ist das letzte Abendmahl hier? Sieht es irgendwie anders aus als sonst? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, cool, aber irgendwie störend. Are you kidding me? I have heard that the door is closed. Worth the drug. But I don't want to go back. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Also muss ich zurückgehen. Ja, da wird bestimmt nichts sein. So, wir trinken jetzt nochmal alle einen Schluck und ich Kaffee und dann sind wir ganz tapfer. Vor allen Dingen ich. So, wir haben jetzt keine Angst mehr. Hä? Hat sogar einen Klick gemacht. Komm, la 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 la. Nein, da hat die Toilette aufgemacht. Da. Ja, Gott sei Dank ist die Toilette jetzt auf. Was ist das für eine Toilette? Was? Hallo? Ich habe geklopft, aber keine Antwort. Die Tür ist verschlossen. Mach die Tür auf. Hat es genug Zeit zum Kacken hier? Nein, wir haben keine Angst. Ja. What the hell? Mach die Tür auf! Hallo, ist jemand hier? Hey, open the door! Hey! Hey, öffne die Tür! Wer ist da? Are you scared? Hast du Angst? The boys! Are you Billy? Yeah, that's right. Congrats. Stop messing around. Open the door, now! Ist unser Boss? Answer is... No. Der Boss sagt nein? Was zur Hölle? Stimmt nicht mit dem? You give back money I lend to you. I want the money under the sun. Please, open it! Er hat uns mal Geld geliehen und will das Geld jetzt zurück. But you have not returned the money yet. After saying that you will read the letter. You know what it means? I'm so sorry, Billy. But I... Answer is... No. Wait. Billy, wait! Hä? Damn! How can I? Also, weil unser Boss uns Geld geliehen hat und wir... Und wir es nicht zurückgegeben haben, ist er pissig und hat uns jetzt hier eingeschlossen. Hä? Huh? Anyone there? Hallo? Hold. What the hell is this? Oh, there is no horn. Also, was er sagt und was da steht, sind irgendwie verschiedene Dinge. What? Der Titel sagt The Sinful King. It looks like, es sieht aus wie ein Buch, aber es ist irgendwas Komisches.
Commandments and Forgiveness. Ich habe wieder eine weinende Katze vor der Tür. Open. You will be okay because you are kind of worst. Es wird dir gut gehen, weil du eine nette Person bist. Ich muss die Katze reinlassen. Sekunde. Ja, kommen Sie rein. Stören Sie bei der Aufnahme. So, kommst du zu mir? Spielst du mit? Willst du aufs Bett? Okay, ich habe keine Zeit. Wir spielen jetzt Gruselspiele hier. Ja, leg dich mal dahin. So, also, es würde gut gehen, weil du eine nette Person bist, aber ich gebe dir einen Hinweis, um sicher zu gehen. You can throw it away. Du kannst ihn wegwerfen, wenn du ihn nicht brauchst. Von deinem besorgten Freund Fred. Okay. Jetzt gehst du wieder. Warum habe ich dich denn hier reingelassen? Mensch. Yeah, it's very creepy. I don't want to stay here. Maybe impossible, but I try to kick down the door. Kann uns ja nicht einfach hier einschließen. Ah. Treten wir die jetzt ein? Was genau tun wir hier? Ich halte eh. Achso. Okay. Was war das? Irgendwas ist doch jetzt hier. Achso. Wahrscheinlich von hier draußen. Ja. It pays to do it. Interact. Katze wieder weg, dann Tür wieder zu. Es ist ein sehr alter Stück. It seems that this cane was caught. Where did Billy pin? Wo hat Billy den Stock? Den hat er nämlich da unter die Tür gepackt. Hätte ich ihn mitnehmen können? Kann ich ihn mitnehmen? Nein. So, wir haben keine Angst. Los. Jetzt geht die Tür auf. Okay. Billy was so angry. Ja, er war. I shared the poor guy's by turning it borrowed money and never direct this again. Ja, er sagte am besten, geben wir ihm morgen das Geld wieder. Wer weiß, was er noch sonst machen wird. Okay. Also wäre ich Polizist, Billy? Ne? Where are you? Das ist ja mein Tatort. Ne. Shut tight. Warum sollte jemand hier so viele Ketten machen? Hä? Ja, das ist wieder Kunst, die ist irgendwie creepy, die kann man interpretieren, so mit Schädeln und all den aller Symbolik, das ist okay. Warum haben wir hier eine Telefonzelle und dieses creepy Ding hier? Nee. Bierchen? Nein? Willst du ein Bierchen? Nein? Okay. Mal gucken. Was ist das? Es ist doch ein bisschen hell, ne? Lieber Jim Ruggles, das ist eine neue Postkarte dieser Stadt. Ich hoffe, Sie mögen es. Viele Grüße, Sarah. The sender of the letter seems to be Mrs. Sarah, who works at the town hall. There is no man in this town. Achso, es gibt niemanden, der Miss Sarah nicht kennt. Die arbeitet in der Stadthalle. Was murmelt denn hier? Okay, ist noch was. When will the dawn... was? Dusk till dawn? Von so ein Untergang bis Aufgang oder andersrum? Ich kann mir nie merken, was Dusk und was Dawn ist. Oder die,
there sun in this world? When was the last time? Also, gibt's hier eine Sonne in dieser, wahrscheinlich Sonnenaufgang, gibt's hier eine Sonne in dieser Welt? Wann war das letzte Mal, als ich sie gesehen habe? I can't see anything anymore, can't hear, can't feel. Ich kann nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. I don't want the poem. What the poem is about, but I feel like I can understand what it wants to say. Ich weiß nicht, worüber dieses Gedicht ist, aber es fühlt sich an, als könnte ich verstehen, was es sagen möchte. Okay. Ja, hör mal auf zu rappeln hier, wir gucken uns erst alles an. The Bibel. Ja, ist gut. Einmal Bibel gucken reicht. Da stehen auch schon wieder komische Sachen. Oben steht jetzt not my fault, not my fault. Es ist nicht meine Schuld, meine Schuld. Oh Gott, bitte. Und unten steht, ich bin nicht schlecht, ich bin keine schlechte Person. Gott, bitte. It has rough letters and what seems to be dry blood. Es hat grobe Buchstaben und getrocknetes Blut. What happened to the residents of this mansion? Ja, was ist hier mit den Leuten passiert, die hier wohnen? Nee, reicht das? Ja, ich glaube schon. Hallo? Ring, ring. Hallo? Ich? Magen, Herz, Niere, Augen, Gehirn. Wieso? Was? Magen frittiert $0? Herz frittiert? How to kill Restaurant? Jemand tötet? Take. Oh, okay. This. Augen. Step. 0. Okay, was soll ist hier passiert? Very bad smell. Where did we go? Was denn für ein beschissenen Boss? Hat er was gebellt oder war das mein Magen oder was war da gerade? Because of their pride, they become greedy and jealous of others. Do not forget that sin has a source. Stolz, einer wurde greedy und eifersüchtig auf andere. Vergiss nicht, dass jede Sünde ihre Quelle hat. There seems to be a pious person among the residents of this mansion. Faith and blood. I have a bad feeling about this. Ja, ich habe auch ein schlechtes Gefühl hier. Was ist das denn? Oh Lord, through these 7 lights in my devotion to order, please forgive my sins. Oh, was? Oh nee. The sinful king, the king that I thought was the king of kings, looked up. Willst du mich verarschen? Noch mehr Text. Der König, dann wo ich dachte, er wäre der König der Könige, schaute runter auf alles. He wished to make everything in the world. Er wünschte, dass er sich alles zu eigen machen konnte in dieser Welt. One day a merchant, oh, bitte nicht schon wieder so Wörter, die ich nicht kenne. Merchant who dealt in rare goods came before the king. Jetzt ist schon wieder so viel Text, dass ich gar nicht mehr weiß, was da stand und am liebsten wegklicken würde. And he was accompanied by his beautiful wife. Der hatte eine Frau, der König war eifersüchtig auf den Merchant, keine Ahnung. For having something he did not. Warte mal.
In rare goods came before the king and he was a cover. Ach so, dieser Merchandise-Typ hatte eine Frau. Und darauf war der König eifersüchtig. Das konnte er nicht erlauben. Die zu eifersüchtig sein von dem König wurde immer stärker und wurde zur Wut in die Order. Er hat angeordnet, dass der Kerl gekillt wird. Und aber sollte aussehen wie ein Unfall. King Michael. Dann wurde die Frau von dem Kerl da belogen und hat sie natürlich in seinen Palast eingeladen. The wife was fucked by the king each night. Okay, das übersetze ich nicht. Over time, the king became afraid of death and wished for eternal life. Eines Tages hatte der König Angst vor dem Tod und wünschte sich unendliches Leben. In order to achieve this, the king ate many foods and took various kinds of medicine. Um das zu erreichen, hat der König verschiedenes Essen gegessen und verschiedene Medizin genommen. He could not obtain, aber er hat das nicht erreicht. And the now fat king, weil er es vergessen hat, ist er jetzt fett, despaired and grew ill. Before long, the kingdom was destroyed by another one. Das Königreich wurde zerstört. So, war's das? Okay. Was hat das mit denen hier? Ah. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 7 Todsünden? Waren das nicht mehr? Right. Oh. Halt, bevor ich die einmal, ich trinke noch einen Schluck. Okay, wahrscheinlich rein. Ach nee. Echt jetzt? Die Reihenfolge, oh no. Envy, Greed, was ist Gluttony? Pride, was? Red, Lust. Ein Rätsel. Versuche erstmal hier irgendwie. The door is locked. What, the keyhole? Is rather old fashioned, okay. Ja, das ist. Is this blood? Nein. Lecker, lecker, lecker. Okay. Ich muss jetzt erstmal, mein Telefon habe ich jetzt nicht, ja, wissen, was das alles übersetzt heißt. Greed, Gluttony, Pride. Not red lust. Oder geht das so? Ah, Moment, ich muss das einmal übersetzen. Ich hol mein Telefon. So. Englisch, Deutsch, Übersetzer. So. Envy ist der Neid. So, wir haben hier einen Zettel. So. Neid. Greed ist die Gier. Ja, das kann ich doch gleich nicht mehr lesen. Dann haben wir Gluttony. Ist die Völlerei? Bright ist der Stolz, ne? Ja. Und dann haben wir einen Zettel hier, sieht der, weiß überhaupt nicht, worum es hier geht, aber gut. Dann. Faultier. Das wusste ich, aber ich dachte, das heißt irgendwas anderes. Paul. Red heißt Zorn.
Lust ist Lust, ne? So. So, ich habe es hier aufgeschrieben. Jetzt gucken wir hier. Also. Der König, der schaut auf alles herab. Okay, geht noch. He wished to make everything his own. Das ist die Kia, oder? Er wollte alles, dass ihm alles gehört. Ich versuche das mal. Ich schreibe mal eine 1. One day imagined it with and he was accomplished by his beautiful wife. Der König war jealous. The night. war ich jealous? This was something you can learn. The king's jealousy turned into strong anger. Das ist der Zorn. And he ordered the soldier to kill the merchant in a stage accident. Hiding the truth from here, the king welcomed the merchant wife into his place. Das ist Lügen, aber das haben wir hier nicht. Weiß bei so, ja, das ist die Lust. Mit den vier. Und er hatte Angst vorm Tod und hat viel gegessen. Das ist die Völlerei, ist die 5. Was haben wir denn jetzt noch? Faul und stolz. Konnte, ne? Jetzt war der fette König, wurde Ruin. Das ist faul dann. 6. Before long, the kingdom was destroyed. Okay, wann haben wir denn noch den Stolz? Der kommt bestimmt am Anfang, ne? Okay, dann ändere ich das nochmal. Also, als erstes kommt der Scheiße, was war denn jetzt Stolz? Achso, Pride. Entschuldigung. Also, es kommt der Stolz. Dann kommt die, ja gut übersetzt, Gier. War das Gier? Nee, das war der Neid, ne? Das Gier? War das Neid? Ah, es tut mir leid. Ja, mit mir geht das Spiel nicht eine Stunde. Envy war der Neid. Den wollen wir gerade aber gar nicht. Wir wollten die Gier. Kann ich nochmal ausschalten? So. Das ist richtig, ne? Um mal sicher gehen. Gier. So, die Gier, dann kommt der Neid, dann kommt der Zorn, war das das? Gluttony, nee, das ist die Völlerei, okay. Dann war das der Zorn bestimmt. Dann kommt die Lust, dann kommt die Höllerei, dann kommt das. Ha! Genius. Oh Gott, ich dachte, da kommt ein Tier oder so. Um Gottes Willen, ich habe ein Rätsel gelöst, ich fasse es ja nicht. Ich fasse es nicht. Was haben wir denn hier? Das ist ja hübsch. Es ist ein goldener Anhänger. If I sell this, will I get the amount I owe believe? Wenn ich das verkaufe, ist das vielleicht das, was ich billig schulde? There shouldn't be any problem if you receive one. So. Ich habe Schlüssel. So, noch irgendwas? Hätten wir auch einfach aufbrechen können, ne? So, jetzt bin ich total gechillt durch das Rätsel hier. Ich hoffe, ich werde die Waffe nicht brauchen.